Covid-19, ja, man kann es ja fast nicht mehr hören, vielleicht so, wenn es in den Medien und überall immer kommt. Aber trotzdem, aus radiologischer Sicht ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und der Professor Vogel-Clausen hat sich sehr intensiv jetzt in den letzten Monaten mit dieser Thematik beschäftigt und wird uns, was das betrifft, jetzt auf den aktuellen Stand bringen. Jens, freut mich, dass du dabei bist und wir hören dir jetzt gespannt zu. Ja, hallo, vielen Dank, Stefan, dass du mich eingeladen hast. Und in der Tat habe ich das gemacht. Stefan, in der Vorbereitung und nach unserem Gespräch habe ich mir nochmal Gedanken gemacht und ich habe den Titel ein klein bisschen verändert, um ihn ein bisschen spannender zu machen, auch um die neuen Entwicklungen mit reinzubringen. Weil, wie du schon gesagt hast, Covid-Vorträge gibt es viele. Und ich denke, wir sollten up to date sein. Und das Ziel meines Vortrags ist hier, die Rolle der Bildgebung zu beleuchten. Was wissen wir jetzt, was wir im März, April noch nicht wussten? Und sozusagen auch ein Update zu geben. Natürlich auch chronische Verläufe zeigen, aber im Wesentlichen mehr einen holistischen Ansatz geben und es interessant machen. Ein weiteres hast du mich ja gebeten, dass man viele Fälle zeigt. Es wird einen Blog geben, wo ich Fälle zeige und ich auch sie abstimmen lasse. Das haben wir im Vorfeld geklärt. Sie können interaktiv abstimmen und zu schauen, wir sind alles dann Radiologen und wir stellen uns vor, dass in dem ungünstigen Fall die Pandemie jetzt im Herbst noch weiter sich verschlimmern wird und wir sitzen gemeinsam vor der Workstation und es kommen Patienten mit Verdacht auf Covid und dann werde ich ein paar Fälle zeigen, die mal Covid haben und nicht und da können Sie abstimmen und wir können dann durch die Fälle gemeinsam gehen. Also aktuelle Lage und das zweite Punkt, Rolle der Bildgebung. Ne? Erstens, wann soll ich eine Bildgebung machen? Die Diagnose, die Rolle, wie mache ich die Diagnose, welche Rolle spielt die Bildgebung bei der Diagnose, dann welche Rolle spielt die Bildgebung bei der Beurteilung des Krankheitsverlaufes und des Ausmaßes einer Covid-19-Infektion bei bekannten Covid-Fällen und dann, wie sieht es aus, die Rolle bei der Bildgebung bei Komplikationen und hier will ich insbesondere auf Lungenarterienembolien eingehen. Jetzt, wie ist die aktuelle Lage? Wie wir alle wissen, am 11.3. hat die WHO die Covid-19-Pandemie ausgerufen. Wir leben jetzt circa 9 Monate mit dem Virus in Deutschland. Wir haben, das sind Zahlen von gestern vom Robert-Koch-Institut, 280.000 Fälle und etwa 9.443 Verstorbene. Das ist ungefähr 3,3%. Das ist eine hohe Quote. Allerdings gibt es eine hohe Untererfassung. Man sagt Faktor 10 bis 20 in Deutschland, weil wir immer mehr Tests testen. Gab es gestern eine Mitteilung, dass es etwa ein Faktor 5 ist. Wenn man Faktor 10 annimmt, dann ist die Verstorbenenquote bei 0,3% oder wenn man ein bisschen mehr annimmt und die Testung und die Untererfassung nicht so hoch ist, dann könnte man bei 0,6% liegen. Also es liegt deutlich unter 1%, so dass im Verlauf dieser Viruserkrankung doch deutlich wurde, dass das Virus jetzt nicht das große Killer-Virus glücklicherweise ist. Und die Untererfassung kommt daher, dass es einen hohen Mann, ein einen geringen Manifestationsindex von circa 58% nur gibt. Das heißt, über 40% verlaufen asymptomatisch. Circa 2 bis 6% werden hospitalisiert. Das sind Zahlen aus China noch. Und wenn dieser Massenansturm kommt, dann ist es höher. Aber im Schnitt ist es auch in Deutschland die Hospitalisierung, wie wir alle wissen, sehr gering. Und in Hannover kann ich berichten, ist die Lage sehr stabil auf niedrigem Niveau. Inkubationszeit ist 1 bis 14 Tage und es gibt, wie wir alle wissen, noch keinen Impfstoff. Und das Ziel ist halt, die Ausbreitungsdynamik zu verlangsamen. Jetzt auch gerade wieder im Herbst, wo die Zahlen steigen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Aber wie wir alle wissen, sind wir da noch weit entfernt von in Deutschland.
Hier, so sieht die Karte aus von gestern vom Robert-Koch-Institut. Wir sehen, wir haben hier einige Hotspots. Ja, und das ist die Karte vom Juni diesen Jahres, wo wir diese Hotspots hatten in der Fleischindustrie. Und das sind die Zahlen. Das ist der Sommer. Hier war der Peak im März, April, Mai. Und wir sehen, dass die Zahlen jetzt deutlich wieder ansteigen. Und wir denken deshalb auch, dass es wichtig ist, über Covid-19 zu reden, weil uns das Thema wieder intensiver beschäftigen wird, jetzt im Herbst und Winter. Dann die Frage, wann sollte ich eine Bildgebung machen? Na, ist die Bildgebung für alle oder wann sollte ich die machen? Hier sind wichtige Fragen. Wie krank ist mein Patient? Na, das Krankheitsausmaß, die Symptome spielen eine Rolle. Oder die Frage sollte gestellt werden, gibt es eine Änderung der klinischen Symptome? Oder hat mein Patient Komorbiditäten? Oder bin ich in einem Corona-Hotspot? Ist ja sehr relevant, wie die Prävalenz ist um mich herum. Na? Und ist der RT-PCR-Covid-19-Test verfügbar? Und ein Paper, was ich sehr schön finde, ist von der Fleischner Society, das im Juli rausgekommen ist, in Radiology publiziert ist, wo auch wieder schon leicht neue Erkenntnisse sind. Aber drei Key Messages kann man auch hier rausziehen, die wir ähnlich auch so in der AG Thorax der Deutschen Röntgengesellschaft formuliert haben. Erstens, die Bildgebung, jetzt unabhängig von CT oder Röntgen-Thorax, ist nicht als Screening-Test für Covid-19 indiziert bei Patienten, die keine oder nur leichte Symptome haben. Außer es handelt sich um Risikopatienten mit leichten Symptomen, um das initiale Krankheitsausmaß festzulegen. Warum diese Risikopatienten? Das sind die Risikopatienten mit Komorbiditäten, weil bei denen häufiger schwerere Verläufe vorkommen. Nach wie vor ist der RT-PCR-Test die Methode der Wahl zur Diagnose von Covid-19. Zweitens, die Bildgebung, CT oder Röntgen-Thorax, ist indiziert bei Patienten mit mittleren bis starken Covid-19-Symptomen, egal wie der initiale PCR-Test ausfällt. Also, Sie haben Patienten, die kommen mit starken grippalen Symptomen, Husten und Kurzatmigkeit und der Test ist negativ, das wissen wir, darüber haben wir im März und April gesprochen, das kann sein und da, in diesen Fällen kann ein suggestives CT-Muster frühzeitig eine Diagnose Covid-19 stützen, die dann aber durch serielle PCR-Tests bestätigt werden muss. Und dann ist die Bildgebung indiziert drittens bei Covid-19-Patienten bei klinischer Verschlechterung. Ja, wenn ich Patienten mit Symptomen habe, die erst zu Hause es versuchen und dann in mein Krankenhaus kommen und sagen, jetzt geht es wirklich nicht mehr oder im Krankenhaus schon sind und sich verschlechtern, dann ist ein CT indiziert, oftmals auch mit Kontrastmittel, um halt Diagnosen, um Komplikationen zu erkennen, wie zum Beispiel die Lungenarterienembolie. Gehen wir zum nächsten Punkt, Diagnose von Covid-19 mit der Bildgebung. Ne? Oder wie gesagt, RT-PCR ist der primäre Test für die Covid-19-Diagnose. Die Bildgebung spielt für die Covid-19-Diagnose eine eher untergeordnete Rolle. Also bitte, es geht nur um die Diagnose hier, nicht um den Verlauf. Und es ist wichtig jedoch, ne, dass auch, weil es hier auch für Niedergelassene ist, dass man erkennt eine inzidentelle Covid-19-Pneumonie, wenn zum Beispiel ein CT für eine andere Indikation gestellt wird. Wir haben hier zum Beispiel Fälle gehabt mit Indikation LAE-Ausschluss und dann war es eine Covid-19-Pneumonie. Deshalb muss der Radiologe die suggestiven Zeichen für Covid-19 erkennen und wenn er sie erkennt, den Zuweiser informieren und dann muss eine RT-PCR-Covid-19-Testung gemacht werden, um diese Diagnose zu bestätigen. Warum spielt die
Bildgebung eine untergeordnete Rolle im Vergleich zum RT-PCR-Test. Und das ist wirklich nur die einzige Kurve, glaube ich, die ich zeige. Ansonsten zeige ich nur Fälle und versuche, das sehr praktisch zu halten. Aber diese Kurve ist wichtig. Wenn Sie mit mir einmal gehen, hier unten ist die Prävalenz und hier ist der prädiktive Wert. Und das ist das CT-Performance, positiver prädiktiver Wert. Wenn das CT positiv ist, in wie vielen Fällen oder in wie viel Prozent ist das wirklich wahr? Ne? Und wenn wir in Deutschland hier unten sind auf der Kurve, circa ne, unter 5% Inzidenz, wir sind in keinem Hotspot und ich habe ein positives CT, dann ist wenn ich sage, ist positiv das CT, die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient wirklich Covid hat, deutlich unter 10%. No. Anders war es als in Wuhan. Da waren eine Prävalenz ungefähr von 40% und da hat der positive, also ist, wenn ein CT positiv ist, dann war in knapp der Hälfte der Fälle auch wirklich Covid-19 da. No. Anders ist es hier bei der niedrigen Prävalenz, wenn das CT negativ ist. Bei niedriger Prävalenz ist es auch wirklich so, dass sehr wahrscheinlich ist, dass der Patient keine Covid hat. Aber jetzt im Vergleich der RT-PCR-Tests, und hier sehen Sie, dass schon bei niedriger Prävalenz der positive prädiktive Wert bei der RT-PCR hier in die Höhe schießt, knapp hier bei 90, 85, 90%, sodass, wenn die RT-PCR positiv ist, man davon ausgehen kann, dass der Patient auch wirklich Covid hat. Ganz im Gegenteil hier zu den Performance-Zahlen hier vom CT. Und das ist auch wirklich der Grund, warum RT-PCR die Methode der Wahl ist. Weiterhin hängt die CT-Sensitivität natürlich ab von dem Schweregrad und der hängt wiederum zusammen mit den Komorbiditäten und den Patientensymptomen. In Zukunft wird es so sein, und da wird ja auch viel geforscht, und da ist auch das Universitätsnetzwerk gegründet worden, RAKUN, das neue Diagnosetechniken untersucht. Und hier ist schon mal eine Arbeit von Bai et al., die in 1086 Fällen geguckt haben, ungefähr eine 1:1 Verteilung von positiven und negativen Fällen. Die negativen Fällen waren andere Pneumonien. Und da haben sie gesehen, dass die Testperformance, wenn man KI-Unterstützung hat durch den Radiologen, sich etwas verbessert. Ne? Genauigkeit, Sensitivität hier mit KI und hier ohne KI. Also es ist unbestritten, dass die KI einen Mehrwert hat. Nur ist das Problem in meinen Augen, dass man sie robuster machen muss, dass sie in verschiedenen Kohorten funktionieren muss und natürlich, dass sie auch verfügbar sein muss. Aber ich glaube, in solchen Zeiten und in den Fortschritten, die wir auch in der Pandemie gelernt haben, denke ich, dass solche Dinge zumindest bei der nächsten Pandemie zur Verfügung oder schneller zur Verfügung stehen werden, auch in der Breite und auch für niedergelassene Radiologen. Dann haben Sie sicher schon viel gehört, Covid-19-Diagnose, da gibt es CT-Scoring-Systeme. Einmal möchte ich hier den CORAD-Score erwähnen, der aus den Niederlanden kommt. Dieser Score unterscheidet also negativ, niedrige Wahrscheinlichkeit, intermediäre Wahrscheinlichkeit, hoch und sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und dann haben Sie Kategorie 6, wo die RT-PCR schon positiv ist, also wo man eigentlich nur noch den Verlauf bestätigt oder ob es schlimmer wird oder nicht. Dann hat die RSNA Empfehlung gemacht für einen Score, der etwas einfacher ist und weniger Klassifikationen, also Untergruppen hat. Einmal hier, wenn der Radiologe sich relativ sicher ist, dass es Covid-19 ist, typisch für Covid-19, dann unklares Muster, aber möglich für Covid-19 und dann atypisches Muster für Covid-19, da denkt man eher an andere Diagnosen oder negativ. Wir von der Agitorax haben uns eher dieser Einteilung angeglichen.
weil wir denken, das ist praktischer und auch näher an der Workstation, sage ich mal. Es ist doch typisch, wenn wir vor der Workstation sitzen, dann kennen wir die Findings genauso, wie meine Kollegin vorher erzählt hat, ne? Pilzpneumonie oder Viruspneumonie, und dann kennen wir die Zeichen und dann denken wir, ja, das ist am ehesten Covid-19. Dann werden wir nach Covid-19 gefragt, aber wir sind uns nicht ganz sicher. Dann denken, sagen wir, dass es unklar ist, aber Covid-19 möglich. Und im dritten haben wir das genannt, nicht atypisch, sondern alternative Diagnose, weil hier der Radiologe wirklich an andere Diagnosen denkt. Und das haben wir auch publiziert, und das sind die deutschen Übersetzungen, aber sind analog zu dieser Einteilung der RSNA. Nun, was sind typische Muster, die suggestiv für Covid-19 sind? Und das ist jetzt wichtig. Also wir sehen früh dominante Milchglasverdichtung, also Ground Glass, später eher retikuläre Muster wie Crazy Paving, aber auch Konsolidierungen. Die Zeichen der organisierenden Pneumonie sind häufig auch zu sehen. Das sind arkadenförmige Konsolidierungen, subpleural häufig, und oder Milchglastrübungen mit einem umgekehrten Halo, oder ich sage auch oft Atollzeichen dazu. Diese Infiltrate oder die Verdichtungen sind peripher und posterior betont in der Lunge, rund oder geografisch konfiguriert, bilateral und multifokal. Also beide Lungen befallen mehrere Segmente. Und manchmal, wenn man ganz genau schaut, ist es manchmal schwierig, aber intralesional sind manchmal erweiterte Gefäße berichtet worden, also in den Verdichtungen, und initial zumindest fehlende mediastinale und hiliäre Lymphadenopathie. Das will ich Ihnen jetzt zeigen an einem klassischen Fall. Der Fall war positiv, und da würde man als Radiologe sagen, ja, der ist suggestiv für Covid-19. Früh dominante Milchglasverdichtung, dominant nicht, aber wir sehen hier auf der linken Seite Milchglasverdichtung. Konsolidierung sehen wir hier auch auf der rechten Seite. Zeichen der organisierenden Pneumonie, arkadenförmige Konsolidierung, umgekehrtes Halozeichen, hier zum Beispiel im Oberlappen. Peripher und posterior betont, ja, peripher und posterior betont ist es. Bilateral und multifokal ist es auch. Intralesional erweiterte Gefäße, ja, sage ich mal plus minus, aber auf jeden Fall sind die Hidi schlank. Wir sehen keine Lymphadenopathie. Dann zur zweiten Kategorie: CT-Veränderung unklar. Das ist das. Ich will hier nur mal sagen, hier haben wir auch einen Vorschlag gemacht, wie man das in den Befund reinschreiben könnte. Wichtig ist uns hierbei, dass wir als Radiologen einteilen, ob wir denn einen leichten, mittelgradigen oder ausgeprägte Ausdehnung haben. Und hier haben wir auch einen Tag gesetzt. Das ist übrigens der gleiche Tag wie bei der RSNA, Covid-19 Typical, ne, heißt es in der RSNA englischen Einteilung. Warum machen wir das? Weil wenn jetzt wie im Raccoon-Netzwerk zum Beispiel, da gut, da werden alles, wird alles nochmal separat befundet, aber wenn man Daten zusammenlegt und in Datenbanken tut, kann man dann schneller Data Mining machen, wenn man solche Tags hat. Zweitens, die zweite Kategorie, CT-Veränderungen unklar, Covid-19-Pneumonie jedoch möglich. Ne? Ich bin mir etwas unsicher. Hier haben wir Milchglas und Crazy Paving-Muster und Konsolidierungen, die anders verteilt sind als in 1. Also entweder zentral betont und nicht rund oder geografisch konfiguriert, also zum Beispiel flächig oder diffus. Und hier habe ich Ihnen einen Fall mitgebracht. Der ist hier eher zentral. Wir sehen zentrales Milchglas. Wir sehen auch einen Erguss. Der Patient hatte auch ein Bronchialkarzinom, also der hatte eine Vorerkrankung, eine Komorbidität. Ja, aber das war auch eine PCR-bestätigte Covid-19-Pneumonie. Also nicht peripher, sondern zentral. Sehr untypisch, sodass man sagt, es ist möglich, aber ich bin mir sehr unsicher. Das könnte auch eine andere Viruspneumonie zum Beispiel sein. Wie zum Beispiel dieser Fall hier,
Hier sehe ich zwar eine dorsale Betonung, aber auch eher flächig, also peripher, aber auch eher flächig und zentral, sodass es nicht ein eindeutiges suggestives Muster ist. Und es ist aber möglich, dass das Covid-19 sein könnte, jedoch laborchemisch ergab sich eine Influenza A H1N1 Pneumonie. Und das ist ein bisschen gemein, weil ich den Fall natürlich aus der Zeit vor der Covid-19 Pandemie rausgesucht hatte. Ne? Also damals gab es Covid-19 noch nicht. Aber wenn man diesen Fall sehen würde, ich will Ihnen es nur sagen, dann würde man ihn da in diese zweite Gruppe einordnen. Und dann drittens, wenn der Radiologe denkt, ja, die fragen mich zwar für Covid, aber ich denke nicht, dass es Covid ist. Also CT-Veränderungen suggestiv für eine alternative Diagnose. Zum Beispiel, wenn wir Noduli sehen oder Tree-in-Bud-Zeichen oder peribronchiale Verdichtungen als Zeichen für eine Bronchopneumonie oder lobäre oder segmentale Konsolidierung, Kaverne, Bronchialwandverdickung, Mucusplugging oder Pleuraerguss, dann denke ich eher an andere. Dass das nicht immer scharf abgrenzbar ist, haben Sie gesehen, dass das hier der Patient hier, ich gehe nochmal zurück, auch einen Pleuraerguss hatte, aber Covid-19 positiv war. Das lag daran, dass der Patient schon operiert war und ein Lungenkarzinom hatte und wahrscheinlich im Rahmen des Lungenkarzinoms schon einen Pleuraerguss hatte. Gut, das ist ein Beispiel, wo ich an was anderes denke. Wie unschwer zu sehen ist, da hier eine große Kaverne mit einer Verdichtung ringsrum. Auch sind hier große Lymphknotenpakete mediastinal zu sehen. Und das war eine Streptococcus pyogenes Pneumonie, die hier einschmelzend und kavitär sich manifestiert. Gut, und dann negativ ist negativ. Ne? Das ist, wenn wir keine Verdichtung in der Lunge sehen und eine normale Lunge ist. Und dann werden wir immer gefragt, ja, wenn das CT negativ ist, ist es dann auch wirklich negativ? Und ich habe Ihnen eben die Kurven gezeigt. Ja, es ist sehr, sehr, sehr suggestiv, dass der Patient dann auch wirklich kein Covid-19 hat. Gut, Fall 1 und ich bitte jetzt alle mit zu voten. Ich habe bewusst die Anamnese weggelassen. Es sind immer Patienten, die jetzt im Herbst kommen und wir sagen, die Zahlen steigen bis alle und wir sitzen alle jetzt vor der Workstation und sollen beurteilen, ob das ein Patient mit Covid-19 ist. Und ich bitte um Abstimmung. Gut, jetzt vielleicht, Stefan, kannst du mir die Ergebnisse sagen oder? Sehr gern. Also CT-Veränderungen suggestiv für Covid-19-Pneumonie sagen 68%. Sehr CT-Veränderungen gut. unklar, Covid-19 möglich, sagen 30%. Und CT-Veränderungen suggestiv für eine alternative Diagnose sagen 2%. Sehr gut. Also. Ja, das war auch ein Covid-19-positiver Fall. Und was wir sehen, sind hier periphere Milchglasareale und Konsolidierungen, die dorsal betont sind, auch in mehreren Lungenlappen. Und das war, wenn man das sieht, ja, das ist, würde ich auch in die erste Kategorie tun, suggestiv für Covid-19. Gut, gehen wir weiter, Fall 2 und ich würde auch gleich das Voting beginnen wollen. Gut, können Sie das Voting schließen und Stefan, kannst du mir wieder die Ergebnisse vorlesen? Okay, also CT-Veränderungen suggestiv für Covid-19 sagen 19%. Unklar, Covid-19 möglich, sagen 75%. Und suggestiv für eine alternative Diagnose sagen 5%.
Ja, sehr gut. Also ich hätte auch zwischen 1 und 2 gewählt. Das war auch ein Covid-positiver Fall. Wir sehen hier peripheres Milchglas, hier auch landkartenförmig. Es ist nicht nur posterior betont. Okay, vielleicht hier auch ein etwas zentralerer Anteil, sodass wahrscheinlich diejenigen gesagt haben, ja, sie sind sich nicht so sicher. Dass das möglich ist. Ich glaube, das ist in Ordnung, das entweder in 1 oder in 2 zu kategorisieren. Man sieht schon, ne, dass der Radiologe, das ist sehr praktisch, dass er sich eher mehr oder weniger sicher ist. Auf jeden Fall, wenn wir sagen, in dieser Kategorie 1 und 2, sollte er in Quarantäne gehen, der Patient, und wenn der Test noch nicht gemacht ist, sollte auf jeden Fall eine Testung erfolgen, wenn Sie diesen hier so einen Befund zufällig in Ihrer Praxis sehen. Fall 3, Voting ist wieder eröffnet. Begebe mich schon Gut, mal in jetzt schließt. Startposition. Ja, jetzt schließen wir das Voting und Stefan, du könntest wieder erzählen. Jawohl, also suggestiv für Covid-19 sagt 0%. Unklar, aber Covid-19 möglich sagen 11%. Suggestiv für alternative Diagnose sagen 89%. Ja, sehr, sehr gut. Wahnsinn. Ja, also ich wäre mir nicht sicher, und das sollte ein Fall sein, so ein Grenzfall. Ich wäre mir nicht sicher, weil wir sehen hier auch peripheres Milchglas. Wir sehen zwar auch zentralere Anteile. Wir sehen hier auch ein bisschen Bronchiektasien. Also es ist eher ein chronischer Prozess. Hier ist ein kleiner Hint. Der Patient hat einen Schrittmacher. Ne? Und das war Amion, also eine kryptogene organisierende Pneumonie bei Amiodaronentoxizität, und nach Absetzen, ne, hat sich das deutlich verbessert. Gut, nächster Fall. Voting ist eröffnet. Gut, dann schließen wir das Voting. Gut, also das Bild war ehrlich gesagt relativ kurz nur zu sehen, aber Ach, trotzdem, Entschuldigung. nee, kein Problem. Die Damen und Herren entscheiden sich hier bestens. Also suggestiv für Covid-19 sagen 4%. Unklar, Covid-19 möglich, sagen 30% und alternative Diagnose sagen 65%. Sehr gut. Alternative Diagnose war es auch, weil zum Beispiel hier sehen wir, dass diese Infiltrate relativ scharf begrenzt sind, hier neben dem Mediastinum auf die andere Lunge gar nicht befallen ist, also nur einseitiger Befall. Und es ist ein bisschen gemein, aber das war ein Patient mit einem Lungentumor, der eine Bestrahlung bekommen hat. Und hier sehen Sie, dass es eine Strahlenpneumonitis war, die dann zurückgegangen ist. Ne? Also natürlich, und das zeigt wieder dieser Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass man natürlich immer genau guckt, was ist die Anamnese des Patienten. Aber in einer Pneumonie, in einer Pandemiesituation kann der Patient ja Läuse und Flöhe haben. Ne? Das ist ein vulnerabler Patient, der kann ja auch mal Covid haben. Aber hier sind es die Mehrheit richtig gewesen, Strahlenpneumonitis. So, Fall 5, ich lasse ein bisschen mehr Zeit. Gut, schließen wir es. Stefan, hast du eine Auflösung? Noch nicht, kommt gleich. Da sind wir jetzt. Suggestiv für Covid-19 sagen 5%. Unklar, Covid-19 jedoch möglich, sagen 21% und alternative Diagnose 74%. Sehr gut. Zwei Drittel haben wirklich auch den ersten Vortrag gut zugehört, weil was wir hier sehen, ist ein Luftsichelzeichen. Ne? Das war ein Patient mit einer Pilzpneumonie, Aspergillus. Und immer wenn Sie dieses Luftsichelzeichen sehen, was ich ja nicht erwähnt habe, bei den typischen Mustern, muss man an alternative Diagnosen denken, insbesondere an
Pilzpneumonie. Ne? Das ist der Verlauf früh und dann mehrere Wochen später und dann hier dann in der Rückbildung begriffen. Gut, Fall 6, Voting ist auf. Gut, so langsam schließen wir das Voting. Ja, genau, hier kommt das Ergebnis jetzt schon. Suggestiv für Covid-19 sagen 10%. Unklar, Covid-19 möglich, sagen 63%. Suggestiv für alternative Diagnose 27%. Auch das ist sehr gut. Was sehen wir? Wir sehen Milchglas. Ja, wir sehen, dass das ein bisschen diffuser ist, nicht nur dorsal betont, aber hier dorsal haben wir Konsolidierungen. Das ist deutlich zu sehen. Die Heli sind schlank und dieser Patient hatte wirklich eine positive Covid-19-Diagnose. Auch muss man sagen, das ist hier ein dorsales Slice, das sollte Ihnen ein bisschen helfen, dass diese Infiltrate über die ganze Lunge eher dorsal verteilt sind, aber ich bin ganz bei Ihnen. Ich wäre auch in der zweiten Kategorie gewesen, Covid-19 möglich, suggestiv. Und wie gesagt, in der Kategorie 1 und 2 Testungen erfolgt und wir denken hier auch an Covid. Und das hat die Mehrheit auch so getan. Excellent. So, nächster Fall, Fall 7. Gut, schließen wir das Voting so langsam. Ja, also suggestiv für Covid-19 sagen 14%. Unklar, Covid-19 möglich, sagen 33% und suggestiv für alternative Diagnose 53%. Ja, also laut dem Schema, also was wir hier sehen, ist flächige Konsolidierung und Milchglas, ne, auch zentral, aber auch peripher. Man hat hier aber auch Lymphknoten, ne, sodass dass man vielleicht wegen der Lymphknoten sagen könnte, wir denken eher an was anders. Aber denke ich an Viruspneumonie? Ja, auch in jedem Fall. So eine atypische oder Viruspneumonie kann genauso aussehen. Und das war auch eine Viruspneumonie, nur RSV und nicht Covid-19. Ja? Also hier ist die Lymphadenopathie, wo ich eher gesagt hätte, ich denke an was anderes. Aber auch diejenigen, die gesagt haben, Covid-19 möglich, kann ich verstehen, kann ja auch Lymphadenopathie haben, weil er eine andere Grundkrankheit hat. Und schon bin ich bei dem flächigen Muster, das nicht typisch verteilt ist. Aber insgesamt sehen wir, dass auch die Gruppe sehr gut schon geschult ist und eher kritisch ist, ob das nun wirklich Covid ist. Gut, Fall 8. Schließen wir wieder. Okay. Also, suggestiv für Covid-19 6%, unklar, Covid-19 möglich 40%, suggestiv für alternative Diagnose 54%. Ja, und auch da hat die Mehrheit wieder richtig geschätzt, aber ich denke auch, man kann hier, wenn man in der Pandemiesituation immer denken, wir sind in der Pandemiesituation und dass die Zahlen steigen, wir sehen flächiges Milchglas, ne, auch teilweise fleckig, aber auf keiner Weise typisch konfiguriert. Und das war ein Patient mit POP-Pneumonie, der war immunsupprimiert und er hatte kein Covid. Aber ich würde hier auch sagen, dass Covid-19 möglich ist. Könnte es auch eine Viruspneumonie sein? Ich denke, ja, es könnte möglicherweise auch eine Viruspneumonie sein. Gut, Fall 9.
Dann schließen wir das Voting. Okay, suggestiv für Covid-19 37%. Unklar, Covid-19 möglich, auch 37%. Suggestiv für alternative Diagnose 26%, also jeweils immer ein Drittel ungefähr. Genau. Interessant. Hier haben wir periphere, eher retikuläres Muster, fast schon crazy paving hier, ne? Wenn man formal das sagt, dass eher ein Patient, der schon länger Covid hat, wo eher diese retikulären Muster rauskommen. Und zwei Drittel haben ja gesagt, eins und zwei, typisch oder suggestiv. Ich würde sagen, typisch, peripher, mehrere Segmente betont. Hier landkartenartig und ein bisschen und diese retikulären Muster oder Crazy Paving hatten wir ja auch als typisches Muster erwähnt. Also ich hätte hier die Kategorie 1 gewählt und es war wirklich auch ein Patient mit Covid-19, wie gesagt, mit einem längeren, etwas chronischen Verlauf. Fall 10, ich habe noch zwei Fälle. Die sind mir aber wichtig zu zeigen. Gut, schließen wir. Ah ja, also suggestiv für Covid-19 2%, unklar Covid-19 möglich 18% und alternative Diagnose sagen 80%. Sehr gut, IPF, ne? Jeder hat, die hat das Honeycombing erkannt, Traktionsbronchiektasen, nicht posterior betont in diesem Fall, deshalb habe ich extra auch dieses Bild gezeigt. Also IPF-Diagnose, sehr gut. Machen wir schnell weiter. Letzter Fall, Voting auf. Und Voting wieder geschlossen. Das war jetzt Fast-Track-Medizin, Jens. Suggestiv Entschuldigung. Für Covid-19, 0% Covid-19 möglich, aber unklar, sagen 7% und es sagen 93% alternative Diagnose. Ja, aber deshalb war es auch Fast-Track, Stefan, weil das eine Blickdiagnose ist und meine sehr gute Vorrednerin hat ja auch eine Bronchiolitis gezeigt. Das ist ein typisches Tree-and-Bud-Muster, das ist unter der Kategorie, ne, hier vielleicht schon Bronchopneumonie, hier unter der Kategorie alternative Diagnose. Hier denke ich nicht an Covid, sondern an eine Bronchopneumonie. Gut, Krankheit, Ausmaß und Verlauf. Wir haben schon an den Fällen gesehen, früh kriege ich Milchglas und im Verlauf eher retikuläre Muster und Konsolidierungen. Und was ich aber schon früh habe, ist mehrere Segmente befallen und im Verlauf dann noch mehr Segmente befallen. Also hier 4 bis 5 am Anfang und dann über 10 Segmente befallen. Hier ist ein Verlauf aus dem Lancet-Publikation, zunächst Milchglas, dann Retikulation und Konsolidierung und hier ein Verlauf, wo es deutlich mehr wird und das bei Tag 20 und leider ist der Patient auch verstorben. Ja, wir haben in der MAH haben wir solche Fälle ab und zu und noch schwerwiegendere Fälle. Es ist sogar an der ECMO sind die dann, wenige schaffen es und einige schaffen es auch nicht. Auch das Röntgenbild, das will ich hier betonen, ist auf Intensivstationen sehr hilfreich, wenn man Verläufe kann. Das war hier noch in der Anfangsphase, wo viele Medikamente ausprobiert wurden, um zu gucken, ob es denn nicht doch für Covid wirkt. Und da sieht man hier mehrphasige Verläufe. Das war sehr gut. Der Patient ist mittlerweile geheilt und zu Hause. Dann möglicher prognostischer Wert bei den Verläufen in der Computertomographie, eine wirklich sehr interessante Arbeit bei Colombi et al. Die haben das gesunde Parenchym getrackt hier und in Gelb das befallen, also wo die Infiltrate waren und das dann prozentual ausgerechnet. Ich denke, das ist die Zukunft. Es gibt jetzt schon Computersysteme, die das machen und die werden jetzt befeuert durch die Covid-19-Pandemie. Ich denke, in Zukunft, wenn wir Problemfälle haben oder hospitalisierte Patienten, werden wir oft dieses Prozentangabe machen in den nächsten Jahren. Wird es also meiner Meinung nach zumindest an den spezialisierten Zentren, Lungenzentren zum Standard gehören,
Denn die Abschätzung, ne, ist wichtig hier. Hat die Gruppe rausbekommen, dass wenn in der Notaufnahme bei Patienten weniger als 73% grün war, also weniger als 73% gesundes Lungenparenchym, hatte dies einen signifikanten Prädiktor für Aufnahme auf der Intensivstation oder Tod, ne, mit einer Odds-Ratio von 5, also 5-mal häufiger. Ne, aber interessant ist auch die Grenze hier. Ne, nur ein Viertel ist befallen und wenn mehr ein Viertel als der Lunge befallen ist, war das schon ein schlechter Prädiktor. Ich möchte das nur erwähnen, weil in Ihrer Kategorisierung, ob das leicht, mittel oder schwer ist, ne, was wir dann mit dem Auge machen, ist, dass man nicht erst anfängt, dass es schwer zu nennen, wenn die gesamte Lunge weiß ist, sondern hier schon Abstufung macht, wenn noch nicht das gesamte Lungenparenchym befallen ist. Und die gute Nachricht ist aber auch, dass eine visuelle Abschätzung der Ausdehnung prognostische Aussagekraft hat. Ne? Also wir sind gerettet auch an der Workstation, wenn wir solche Programme nicht haben. Und daher ist es wichtig, die Unterteilung der Ausdehnung in leicht, mittelgradig und ausgedehnt zu machen. Als letztes noch ganz kurz die Komplikationen. Hier in dieser Fallserie wurden aus 1500 Fällen mit Covid waren 337 auswertbar, die Kontrastmittel bekommen haben, um Komplikationen zu gucken. Und von diesen 337 waren 22% hatten eine LAE. Das ist ein richtig, richtig hoher Wert. Und Prädiktoren weiterhin sind dafür, wenn der Body Mass, also übergewichtigte Patienten, haben oft Embolien, Dedimer-Anstiege sind prädiktiv und History of LAEs, also wenn Sie vorher mal eine LAE hatten. Protektiv ist eher Statintherapie und Hypertension, die haben negative, also kleiner als 1 die Odds Ratios. Das führt mich zum letzten Slide, Ihnen zu zeigen, was eigentlich abgeht, denn die LAEs ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges und auch wahrscheinlich für mich der Grund, warum wir diese Infiltrate meist peripher sehen. Weil in dieser Arbeit auch aus Hannover unter anderem, der Danny Jonig, ein Pathologe, hat das hier bei uns als Senior Author gemacht, aber ist in mehreren Zentren gemacht worden. Sie haben hier 10 Patienten, glaube ich, genommen mit H1N1 und 10 mit Covid-19 auf intensiv ähnlich schwere Fälle. Und sie haben 9-mal häufiger Mikrothromben hier gesehen in dem mikrovaskulären Bett der Lunge. Das ist ein gesunder Patient. Das ist das mikrovaskuläres Bett eines Covid-19-Patienten und Sie sehen, wie das verschandelt ist. Und Sie sehen hier auch, dass das Virus direkt in den Endothelzellen nachzuweisen war. Sodass ich denke, dass dieses Virus insbesondere die kleinen und Mikrogefäße angreift und eine Sie wissen, was ich meine. Ne? Also das ist ein Mauswohl. Also die kleinsten Mikrogefäße entzündlich macht und dadurch Mikrothrombosen entstehen und so dann auch häufiger LAEs und Thrombosen zu sehen sind. Gerade in den Patienten, die schon KHK haben oder Atherosklerose, wo die Gefäße eh angegriffen sind, haben da die Viren anscheinend leichteres Spiel. Nun komme ich zum Ende meines Vortrags, bedanke mich herzlich und ich habe Zusammenfassung Sie über die aktuelle Lage berichtet und über die Rolle der Bildgebung und einige Fälle gezeigt. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Vielen Dank fürs Zuhören.